So, die Gruppe des Maschinenring werden benutzt. Hier der alte Kalthausgruppe wird gerade angehängt. Neben dran der Pöttinger Gruppe wird auch gerade benutzt. Liebe Freunde, was läuft da beim Mauerhausi heute? Mittwochnachmittag, Gruppe da oder Übergruppe da, mein Eiweißsetzenfeld, damit da die ausgefallenen Körner keimen können. Ich fahre da mit 10 Stundenkilometer und nur 1350 Motorenumdrehungen. Mehr braucht jeder. Mehr Kraft auf dieser kleinen Gruppe nicht. Und oberflächlich Boden bearbeiten braucht sowieso weniger Kraft. Das Erbstroh wird auch gerade ein bisschen eingearbeitet. Ja, dieser Grupper. Firma Althaus Ersingen hat den konstruiert vor Jahren. Den haben wir schon viele Jahre im Maschinenring. Ist ein leichter, praktischer Grupper mit einem guten Nachläufer, der sehr gut arbeitet. Das einzige Problem ist, wenn viel lockere Erde ist, plötzlich dreht er nicht mehr. Und dann, wenn man nicht nach hinten schaut, hat man da viel Erde zusammengezogen. Der einzige Nachteil, der den hat. Den werden wir auch behalten. Für Traktoren unter 100 PS ist das eine sehr gute Maschine. Und morgen werden wir ja die drei Gruppen probieren. Die benötigen 100 PS oder sicher ein bisschen mehr. Jawohl.